Herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich Ihnen nun die Details zu der Komponente Vertrieb in SAP ERP, die wir in dem letzten Video uns noch nicht angeschaut haben. In dem Einführungsvideo haben wir bis jetzt uns eigentlich erstmal nur die Organisationsdaten und die Stammdaten der Komponente SD angesehen. Ich habe einen ganz kurzen Einstieg in die Bewegungsdaten gemacht. Ich habe Ihnen ganz kurz gezeigt, wie eigentlich so ein Kundenauftrag in der Komponente SD aussieht. Im Rahmen der Praktikumsaufgabe haben Sie verschiedene Bewegungsdaten selbst angelegt. Das ist damit begonnen, dass Sie eine Kundenanfrage angelegt haben. Aus der Kundenanfrage wurde dann ein Kundenangebot. Dem Kundenangebot haben Sie zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel einen Liefertermin gepflegt. Und schlussendlich wurde aus diesem Kundenangebot dann ein Kundenauftrag. An dieser Stelle werde ich jetzt auf die Details dieser Bewegungsdaten nicht weiter eingehen. Ich will nur eigentlich auf zwei Sachen hinweisen. Zum einen nochmal der Hinweis auf die Namensregelung. Alles, was mit 1 beginnt, ist immer die Transaktion zum Anlegen. Die 2 ist die Transaktion zum Ändern und die 3 ist die Transaktion zum Anzeigen. Das gilt für einen Kundenauftrag genauso wie für eine Anfrage und ein Angebot. Was Sie außerdem gesehen haben, ist, dass aus dem Angebot oder aus einer Anfrage immer Daten in den nachfolgenden Auftrag oder Beleg übernommen wurden. Sie haben zum Beispiel den Kundenauftrag mit einem Bezug zu einem Angebot angelegt und die Daten, die im Angebot schon vorhanden waren, wurden dann auch automatisiert übernommen. Sie konnten die im Nachgang noch anpassen. Das ist natürlich nicht zwangsläufig so. Sie können immer auch ein Auftrag oder ein Angebot ohne Bezug zu einem vorherigen Auftrag oder Angebot anlegen, dann müssten Sie halt die Daten komplett selbst pflegen. Und außerdem würden Sie dann auch die Zusammenhänge der Angebote, Aufträge und so weiter im Belegfluss des Auftrags nicht mehr sehen. Das zeige ich Ihnen aber später nochmal. Bevor wir uns jetzt die Details zu den verschiedenen Schritten im Kundenauftragsprozess in der Komponente SD anschauen, möchte ich als erstes noch auf den Begriff Beleg eingehen. Sie kennen den Begriff Beleg sicher aus der Buchführung. Da besorgt das Belegprinzip, dass keine Buchung ohne Beleg durchgeführt wird. Also der Beleg ist sozusagen das Bindeglied zwischen einem Geschäftsvorfall und einer Buchung in der Buchführung. Im Kontext von dieser Veranstaltung oder von ERP-Systemen ist der Begriff Beleg allgemeiner gefasst. Ein Beleg bezeichnet ganz allgemein eine elektronische Dokumentation von einem Prozessschritt. Als Beispiel nehmen wir jetzt einfach die Prozessschritte, die Sie im Rahmen des Praktikums durchgeführt haben. Die habe ich Ihnen in dieser Grafik nochmal dargestellt. Zu jedem der dargestellten Prozessschritte, wie zum Beispiel Anlegen einer Anfrage oder Erzeugen einer Faktura, sehen Sie, welche Belege im SAP ERP sind, in den verschiedenen Komponenten erstellt wurden. Also man sieht hier die Komponenten, hier gibt es die Komponente SD, das Vertriebsmodul, die Komponente MM, die Materialwirtschaft und FI, das Finanzwesen. Und Sie erkennen jetzt an dieser Grafik, dass die Prozessschritte Anfrage anlegen, Angebot anlegen oder Kundenauftrag anlegen jeweils einen Beleg in der Komponente SD erstellt haben. Spannend oder ein bisschen komplexer wird es das erste Mal bei dem Prozessschritt Auslieferung ändern. Das war der Prozessschritt, in dem Sie einen Warenausgang gebucht haben. Und das Buchen des Warenausgangs führt dazu, dass ein Beleg sowohl in der Komponente MM als auch in der Komponente FI angelegt wird. Das Gleiche trifft dann auf das Anlegen einer Faktura zu. Dabei wird eine Debitorenrechnung in der Komponente SD und eine Debitorenrechnung in der Komponente FI angelegt. Und schlussendlich, der Zahlungseingang stellt dann einen Beleg im FI dar. Was Sie also hier sehen, ist, dass dieser Kundenauftragsprozess, den Sie durchgeführt haben, direkt in 3 Komponenten in SAP-ERP-System Belege anlegt. Und das ist schon genau wieder diese Integration, auf die ich Sie immer hingewiesen habe. Also ein Prozess
läuft nicht in einer Komponente isoliert ab, sondern es gibt eben eine Integration in die anderen Komponenten. Das Gute an diesem Beleg und diesen elektronischen Belegen ist, dass Sie damit jeden Prozess immer wieder nachvollziehen können. Also wenn Sie sich einen beliebigen Kundenauftragsprozess nehmen, zum Beispiel, das werden wir später auch noch tun, dann können Sie anhand der Belege, die erzeugt wurden, nachvollziehen, wann welcher Prozessschritt erfolgt ist, durch wen und um was genau es sich dabei gehandelt hat. Also in SAP, ERP oder in ERP-Systemen allgemein wird bei so einem Beleg immer auch mitgeschrieben, wer hat den Beleg geändert oder angelegt, zu welcher Uhrzeit, zu welchem Datum, also zusätzliche Metainformationen, die es eben später ermöglicht, genau nachzuvollziehen, was da passiert ist. So, damit kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Inhalt, nämlich den Teilprozessen und den Details dazu, die wir uns noch anschauen wollen. Ich habe hier nochmal die Grafik des Kundenauftragsprozesses, wie Sie ihn im Praktikum durchgeführt haben, dargestellt. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Es fängt hier wieder an, damit dass eine Anfrage gestellt wurde. Dann gibt es verschiedene Prozessschritte, verschiedene Aktivitäten und zum Schluss endlich ist der Kundenauftragsprozess bearbeitet. Zu jedem dieser hier dargestellten Prozessschritte habe ich Ihnen zusätzlich hier aufgelistet, welcher Teilprozess für diesen Prozessschritt relevant ist. Diese Teilprozesse werden wir uns gleich im Detail angucken. Welche Teilprozesse gibt es? Zum einen, also wir haben hier eine Liste von 9 Teilprozessen. Das Pflegen von Konditionen, die Verfügbarkeit prüfen, Versand terminieren und so weiter, bis schlussendlich zu dem Teilprozess Retoure abwickeln. Und die Grafik zeigt jetzt eben zu jedem dieser Prozessschritte, welcher Teilprozess relevant ist. Wenn wir als Beispiel das Anlegen eines Kundenauftrags verwenden, dann sehen wir, dass hier 4 Teilprozessschritte relevant sind, nämlich das Pflegen von Konditionen, die Verfügbarkeit prüfen, den Versand terminieren und die Einheiten pflegen. Und anhand der Nummer können Sie auch eine direkte Verbindung herstellen, also die 3 hier entspricht auch der 3 hier und das gilt für alle Punkte, also die 8 ist auch hier die 8. Mit was werden wir jetzt starten? Wir werden jetzt damit starten, dass wir uns den Teilprozessschritt Konditionen pflegen anschauen. Zum Einstieg ganz kurz eine Folie. Sie erinnern sich sicher, dass Sie im Rahmen des Kundenauftragsprozesses im Angebot und im Kundenauftrag Konditionen gepflegt haben. Also Sie sind dann irgendwann auf die Registerkarte Konditionen navigiert und da gab es so ein Rechenblatt, das so ähnlich aussah wie die Grafik auf der rechten Seite, in der verschiedene Arten von Beträgen addiert oder subtrahiert wurden und schlussendlich ergab sich daraus ein Nettopreis für das Material, das in der Position des Kundenauftrags enthalten war. Und wenn man sich das jetzt genauer anguckt, dann gibt es hier 3 Komponenten. Es gibt nämlich zum einen so ein Icon, der darstellt, ob so eine Kondition aktiv ist oder nicht. Es gibt die Konditionsart, die den Preisbestandteil näher kennzeichnet. Und es gibt zum Beispiel den Betrag, den Betrag oder die Menge oder den Prozentsatz der Kondition festlegt. Konditionsarten, die Sie jetzt schon gesehen haben, ist zum Beispiel PR00, das steht für den Nettopreis, oder zum Beispiel VPRS, das ist der Verrechnungspreis. So, weitere Details dazu gucken wir uns jetzt direkt im SAP-System an. Was ich jetzt mache, ich lege einfach nochmal einen Kundenauftrag neu an, einen Terminauftrag für einen Kunden, das ist den Kunden, den ich mir angelegt hatte, meine Bike Zone in Orlando. Ich nenne das hier Demo Konditionen. Wenn Sie sich den Beleg später anschauen wollten, würden Sie ihn darunter auch im System finden. So, jetzt müssen wir noch ein Material eingeben. Ich verwende weiterhin das Material DXTR 1000.
und eine bestimmte Auftragsmenge. So. Was Sie sehen ist, dass in dem Moment, wo ich das mit Enter bestätigt habe, direkt der Nettobetrag berechnet wird. Und den gucken wir uns jetzt im Detail an. Ich mache hier einen Doppelklick auf die Position und dann auf die Registerkarte Kondition. Und hier sehen wir das Rechenblatt, das ich auch gerade als Teil der Folien hatte. Was Sie sehen ist, dass bestimmte Konditionsarten automatisch ermittelt wurden. Dazu gehört zum Beispiel die Konditionsart PR00, der Preis, der in diesem Falle 3000 US-Dollar ist. Wir sehen außerdem, dass bestimmte Konditionsarten geändert werden könnten und andere nicht. Ich kann zum Beispiel hier jetzt manuell den Preis ändern und könnte sagen, das Fahrrad kostet jetzt nur 2900 US-Dollar. Davon abweichend kann ich natürlich bestimmte Konditionsarten auch nicht ändern. Dazu gehört zum Beispiel sowas wie ein Verrechnungspreis. Der ist festgelegt, den kann ich nicht ändern. Und was Sie auch gesehen haben im Praktikum, ist die Möglichkeit, individuell Konditionsarten hinzuzufügen. Auch das tue ich jetzt mal hier. Ich füge jetzt die Konditionsart RB00 hinzu. Das ist ein Absolutrabatt und wir nehmen jetzt einen Absolutrabatt von 500 US-Dollar. Was Sie dabei sehen ist, ich muss hier mit den Vorzeichen aufpassen. Wenn ich einen Rabatt von 500 US-Dollar geben will, dann muss ich auch ein negatives Vorzeichen vergeben. Jetzt haben wir einen Rabatt von 500 US-Dollar verwendet. In dem Moment, wo ich hier irgendwie eine Konditionsart anpasse, sehen Sie, wird immer direkt die komplette Konditionsberechnung neu durchgeführt. Das heißt, ich sehe immer aktuell die verschiedensten Werte innerhalb meines Arbeitsblattes. So, ich ändere jetzt den Preis nochmal etwas höher und dann sieht man das. Ja, jetzt haben wir durch die Änderung sofort hat sich der Nettobetrag angepasst. Aber auch die anderen berechneten Zeilen, wie hier zum Beispiel ein Bruttobasispreis oder ein Endbetrag. Die sind jetzt in unserem Fall alle gleich, aber die könnten in der Realität voneinander ab. Was wir jetzt noch nicht gesehen haben, woher kommt denn eigentlich der initiale Preis? Woher kommen diese Konditionsarten, die schon automatisiert befüllt wurden? Die kommen aus der sogenannten Konditionsfindung. Die können wir uns ansehen, indem wir hier auf diesen Knopf Analyse klicken. Sieht man, dass hier ein relativ komplexes Screen aufgeht. Man sieht zum einen, dass hier ein bestimmtes Preisfindungsschema gewählt wurde. Und man sieht jetzt die verschiedenen Konditionsarten, die man teilweise auch in dem Rechenblatt gesehen hat. Und unterhalb dieser Konditionsarten sieht man, welche Preisfindung durchgeführt wurde. Ich öffne jetzt mal die Konditionsart PR00. Und da erkenne ich, dass der Schritt 40 durchgeführt wurde. Und hier wurde ein Preis von 3000 US-Dollar gefunden. Das jetzt ein bisschen vergrößert, sieht man auch, was hier passiert ist. Also es sind verschiedene Schritte, die bei einer Preisfindung durchgeführt werden. Zuerst wird geguckt, ob es einen individuellen Preis für den Kunden und das Material gibt. Dann werden verschiedene Preislisten gesucht. Und falls diese nicht gefunden werden, wird im letzten Schritt der Preis des Materials verwendet. Und der ist in unserem Fall 3000 US-Dollar. Ja, und das gleiche gilt für alle Konditionsarten, die durchgeführt wurden. Wir haben noch gesehen, es gab noch den Verrechnungspreis. Hier sieht man jetzt, dass die Verrechnungspreisart einfach der Betrag aus der Materialbewertung übernommen wurde. Da wird nichts weiter Komplizierteres durchgeführt. Dieses Preisfindungsschema gibt Ihnen die Möglichkeit, die Preisfindung im Detail nachzuvollziehen. In der Realität sind die häufig sehr komplex. Für uns im Rahmen dieser Vorlesung werden wir darauf nicht weiter eingehen. Ich wollte Ihnen das nur einmal zeigen, dass Sie gesehen haben, was im Hintergrund passiert, wenn wir im Vordergrund einfach ein bestimmtes Material auswählen. Dann wird nämlich jeweils diese Preisfindung durchgeführt.
nächsten Teilprozess, den wir uns jetzt anschauen, ist die Verfügbarkeitsprüfung. Die Verfügbarkeitsprüfung findet zum Beispiel beim Anlegen von einem Angebot oder beim Anlegen von einem Auftrag statt. Um was geht es bei der Verfügbarkeitsprüfung? Die Verfügbarkeitsprüfung soll sicherstellen, dass zugesagte Mengen und Liefertermine eingehalten werden. Also, es wird für jede Position und einem Auftrag automatisch so eine Verfügbarkeitsprüfung durchgeführt. Die Verfügbarkeitsprüfung in SAP ERP ist konfigurierbar. Da gibt es verschiedene Varianten. Man kann zum Beispiel eine Verfügbarkeitsprüfung gegen Kontingente haben oder eine Verfügbarkeitsprüfung gegen eine Vorplanung. Die werden wir uns nicht anschauen. Wir werden uns nur die sogenannte dynamische Verfügbarkeitsprüfung anschauen. Was ist die dynamische Verfügbarkeitsprüfung? Die dynamische Verfügbarkeitsprüfung, die wird auch Available to Promise genannt, die versucht zu einem Zeitpunkt in der Zukunft zu berechnen, wie viel Material zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen wird, voraussichtlich. Ja, und das ist die sogenannte ATP-Menge. Ja, die Berechnung der ATP-Menge ist eigentlich recht einfach. Die Ermittlung erfolgt auf der Ebene eines Werkes. Es wird zuerst der Bestand ermittelt. Dann werden alle bis zu dem Zeitraum in der Zukunft relevanten Zu- und Abgänge ermittelt. Die Zugänge werden addiert, die Abgänge subtrahiert und somit kommt man zu einer ATP-Menge in der Zukunft. Wir werden das hier nur relativ grob uns anschauen. Details hierzu findet man zum Beispiel in dem Buch Praxishandbuch Vertrieb mit SAP. So, wie sieht das aus? Diese Grafik auf der rechten Seite versucht das so zu zeigen. Wir haben hier am 1.2. 100 Stück von einem Material auf Lager. Die geplanten Zugänge sind diese beiden hier. Am 2.2. und am 4.2. jeweils 50 Stück. Es gibt einen geplanten Abgang, nämlich 75 Stück zum 3.2. Und somit kommen wir zu dem Zeitpunkt in der Zukunft, der hier betrachtet wird. Das ist der 5.12. zu einer ATP-Menge von 125 Stück. So, anhand von einer kleinen Übung führen wir jetzt die ATP-Mengenberechnung auch einfach mal zusammen durch. Die Aufgabe ist folgende, und Sie werden sehen, die ist sehr ähnlich zu dem Beispiel, das wir uns gerade angeschaut haben, dass in unserem Werk in Heidelberg ein Lagerbestand von 100 Stück des roten Touring-Bikes existiert. Die Materialnummer ist DXTR 3000, wenn Sie das im SAP-System mal nachvollziehen wollen. Außerdem existieren zwei Fertigungsaufträge zu je 50 Stück. Der erste Fertigungsauftrag wird am 2. des nächsten Monats und der zweite am 4. des nächsten Monats fertiggestellt. Weiterhin existiert im System ein Kundenauftrag über 75 Stück mit einem Materialbereitstellungsdatum zum 3. Tag des kommenden Monats. Und die Aufgabe ist es jetzt, die ATP-Menge zum 5. Tag des kommenden Monats zu berechnen. Wie macht man das? Also wir haben gesehen, man sammelt dazu zuerst die Zu- und Abgänge auf, addiert die Zugänge und subtrahiert die geplanten Abgänge. Das machen wir jetzt einmal. Was haben wir an geplanten Zugängen? Wir haben einmal 50 Stück aus einem Fertigungsauftrag, der am 2. des nächsten Monats fertiggestellt wird. Außerdem gibt es nochmal 50 Stück, auch aus einem Fertigungsauftrag, der zum 4.11. fertiggestellt wird. Somit sehen wir jetzt, dass wir, das mache ich mal fett, 100 Stück geplante Zugänge haben. So, außerdem haben wir einen geplanten Abgang von minus 75, die in einem Kundenauftrag mit einem Materialbereitstellungsdatum zum 3.11.2020 enthalten sind. Ja, und damit haben wir geplante Abgänge
von 75 Stück. Und damit sind wir jetzt am und damit haben wir jetzt die Möglichkeit, die ATP-Menge zum 5.11. zu berechnen. Das ist nämlich jetzt einfach die Summe aus 100 plus 100 minus 75. Und damit sind wir bei 125 Stück. Und Sie sehen, das Berechnen der ATP-Menge zu einem Zeitpunkt in der Zukunft ist relativ einfach. Spannend ist eben, das herauszufinden, welche geplanten Zugänge und geplanten Abgänge es gibt. Und das ist auch einer der Punkte, die im SAP-System konfiguriert werden kann. Wenn wir jetzt nochmal auf die Folien zurückspringen. Das ist genau das, was diese Grafik hier darstellt. Die zeigt nämlich, welche Zu- und Abgänge für ein bestimmtes Material in die Prüfung, in die Berechnung der ATP-Menge mit eingehen. So, was tut jetzt die dynamische Verfügbarkeitsprüfung mit der berechneten ATP-Menge? Die ATP-Menge wird einfach verwendet, um festzustellen, ob zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft genug Material verfügbar ist oder nicht. Und dazu gibt es verschiedene Varianten. Und diese Varianten zeige ich Ihnen jetzt direkt mal im SAP-System. Ich habe einen Kunden und ein Material vorbereitet, um Ihnen die verschiedenen Varianten mal zu zeigen. Wie machen wir das? Als erstes lege ich mal einen Kundenauftrag an. Das ist ein Terminauftrag. Der Auftraggeber ist Bike Components hier in Aachen. Das Ganze nennen wir Demo ATP-Prüfung. Und wir verwenden dazu ein Material, das ist eine Handelsware, das Flickzeug mit der Nummer 1000. Und so. Im ersten Fall verwenden wir jetzt eine Menge, die geringer ist als die auf Lager verfügbare Menge. Ich gebe jetzt mal 30 ein als verfügbare Menge und um das ein bisschen interessanter zu machen, setzen wir das Wunschlieferdatum auf den 1.10. Jetzt wurde im Hintergrund die dynamische Verfügbarkeitsprüfung durchgeführt. Wir sehen nichts davon. Das heißt, die dynamische Verfügbarkeitsprüfung war erfolgreich. Wir können uns aber mit diesem Icon hier das Ergebnis der dynamischen Verfügbarkeitsprüfung anschauen. Und da draufklicken wird uns die Verfügbarkeitssituation angezeigt. Und wir sehen jetzt für dieses Material hier, das Flickzeug mit der Nummer 1000, R-Kit 1000, es gibt einen Lagerbestand von 50, es gibt einen simulierten Bedarf von 30, ja, und somit kann der Auftrag aus dem Lagerbestand erfüllt werden. Wir sehen weiterhin, es gibt keine Zu- und Abgänge in dem Zeitraum, die hier irgendwie relevant sein können. Das ist der einfachste Fall. Jetzt ändern wir mal die Daten in diesem Auftrag und schauen, was passiert. Wir wissen, es gibt einen Lagerbestand von 30. Die nächste Variante, jetzt haben wir die Variante, Auftragsbestand ist kleiner als Lagerbestand. Die nächste Variante ist, Auftragsbestand ist größer als der Lagerbestand. Ich wähle jetzt einfach mal 60. Unser Lagerbestand ist 50. Wenn ich das jetzt bestätige, sehen Sie, dass sich der Bildschirm geändert hat. Und wir sehen jetzt hier, dass der Bildschirm Verfügbarkeitskontrolle geöffnet wurde. Und diese Verfügbarkeitskontrolle zeigt uns jetzt an, dass bei der Verfügbarkeitsprüfung festgestellt wurde, dass nicht ausreichend Material zum Wunschlieferdatum verfügbar ist. Es gibt drei Varianten hier. Man könnte versuchen, eine Einmallieferung zum Wunschtermin. Die funktioniert nicht. Ja, unser Wunschtermin ist der 28.09. beziehungsweise das ist das Materialbereitstellungsdatum. Zu diesem Datum muss das Material verfügbar sein, damit es am Wunschliefertermin beim Kunden ist. Eine vollständige Lieferung wäre zum 8.10. möglich. Der 8.10., woher der kommt,
schauen wir uns gleich an. Das ist nämlich das Ende der Wiederbeschaffungszeit. So. Oder es ist möglich, eine Teillieferung auszuwählen. Das heißt, zum 2.10. wird eine bestimmte Teilmenge bestätigt und nach Ende der Wiederbeschaffungszeit wird eine weitere Teilmenge bestätigt. Ja. Und was Sie hier sehen, sind immer zwei Termine. Die markiere ich Ihnen einmal. Das sind nämlich einmal die Termine hier. Das sind die Liefertermine des Kunden. Das ist auch insbesondere hier durch das LF dargestellt. Und es gibt zum anderen diese Termine nach dem Slash. Das ist das Materialbereitstellungsdatum. Also das ist das Datum, zu dem die Waren das Werk verlassen müssen, um rechtzeitig beim Kunden zu sein. Wie das Materialbereitstellungsdatum berechnet wird, das schauen wir uns im nächsten Teilprozess noch an. Darauf muss ich Sie nochmal vertrösten. Für uns relevant ist aber jetzt, dass es zwei Optionen gibt, falls die ATP-Menge nicht ausreichend ist, nämlich eine Einmallieferung zum späteren Zeitpunkt oder die Aufteilung der Lieferung auf zwei Teilschritte. Ich wähle jetzt mal den zweiten Teil aus, weil damit können wir uns direkt auch den Teilprozess der Einteilung anschauen. So, wenn ich das mache, springen wir zurück in unser Übersichtsbildschirm. Was jetzt hier passiert ist, sehen wir eigentlich nicht. Dazu müssen wir auf die Position gehen. Und in der Position gibt es den Ordner. In der Position gibt es den Kartenreiter Einteilung. Und in den Einteilungen sehen wir jetzt, was passiert ist, dadurch, dass ich diese Teillieferung ausgewählt habe. Der Kunde wünscht ein Lieferdatum zum 28.09. von 60 Stück. Dieses Lieferdatum können wir nicht einhalten. Wir könnten frühestens zum 2.10. 50 Stück liefern. Das sind die Waren, die wir quasi heute ist der 28.09., an dem ich das Beispiel durchspiele, zur Verfügung haben, liefern. Und dann die restlichen Waren am 8.10., ja, das sind 10 Stück. Und abgebildet wird das durch eine Einteilung. Also ich habe zwei Liefertermine, zwei Mengen, die sich auf eine Position in dem Auftrag beziehen. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Auftragsübersicht. Und jetzt führen wir noch einmal die Verfügbarkeitsprüfung durch. Das ist wieder der gleiche Bildschirm, den wir gesehen haben. Wo ich nochmal drauf hinaus wollte, ist zum einen dieses Materialbereitstellungsdatum vom 4.10. Woher kommt der 4.10. zur vollständigen Belieferung des Auftrags? Heute ist der 28.09. und das System schlägt uns 4.10. vor. Bis dahin können eben 60 Stück des Materials geliefert werden. Diese Information kommt aus dem Materialstamm. Wir schauen uns jetzt dieses Material einmal an. Das ist das RKIT 1000. Und da schauen wir uns insbesondere, ich wähle mal die Grunddaten trotzdem aus, die Dispositionsdaten 2 an. Die sind relevant für ein Werk. Das Werk ist auf der Ebene Heidelberg. Und wenn wir jetzt die Dispositionsdaten öffnen, dann sehen Sie hier, dass im Rahmen der Disposition Daten zwei Werte gepflegt sind. Zum einen ist das die Planlieferzeit und die Wareneingangsbearbeitungszeit. Außerdem sehen Sie, dass das Material die Beschaffungsart F hat, das heißt, das ist fremdbeschafft. Und was sagt das aus? Die Planlieferzeit sagt aus, dass innerhalb von 5 Tagen eine beliebige Menge von einem Material von dem Lieferanten beschafft werden kann. So werden jetzt auch 1 Million Stück von diesem Flickzeug ordern können. Auch dann wäre das gleiche Ergebnis bei unserer Berechnung entstanden. Also das ist die Annahme, die getroffen wird.
in dem ERP-System. Es kann eine beliebige Menge beschafft werden. Die Beschaffung hat eine Planlieferzeit von 5 Tagen. Also 5 Tage dauert das, die Waren zu beschaffen. Und 1 Tag dauert das, den Wareneingang zu bearbeiten, sodass sie im Lager zur Verfügung stehen und wieder versendet werden können. Und genau so kommen wir zu dem 4.11. Heute ist der 28.09. Wir haben 5 Tage Planlieferzeit, 29., 30., 1. Oktober, 2. Oktober, 3. Oktober, 1 Tag Wareneingangbearbeitungszeit und wir sind beim 4. Oktober. Und das ist genau das Datum, das wir eben im Auftrag gesehen haben. Ja, damit sind wir auch mit dem Bereich dynamische Verfügbarkeitsprüfung durch. Die erfolgt in 2 Schritten. Es wird die ATP-Menge zu einem Zeitpunkt in der Zukunft berechnet und basierend auf dem Verhältnis ATP-Menge zur Auftragsmenge können dann verschiedene Varianten ausgeführt werden, eben eine Teillieferung und eine Restlieferung zu einem weiteren Zeitpunkt oder eben eine vollständige Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt. Insgesamt kann das relativ komplex werden. Sie können mehrere Teillieferungen haben. Da gibt es verschiedenste Varianten, die möglich sind. Wir haben uns jetzt hier eigentlich nur die einfachste angeschaut. Den dritten Teilprozess, den wir jetzt betrachten werden, ist das Versandterminieren. Versandterminieren ist relevant auch wieder beim Anlegen des Kundenauftrags und beim Anlegen des Kundenangebots. Und insbesondere werden wir da sehen, was mit dieser Materialbereitstellungszeit gemeint ist, die ich gerade schon mehrfach erwähnt hatte. Einteilungen pflegen haben wir nebenher schon abgehandelt. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel automatische Einteilung erzeugt werden kann aus der Verfügbarkeitsprüfung. Was passiert jetzt bei der Versandterminierung? Die Versandterminierung hat das Ziel, den Liefertermin für einen Kundenauftrag zu berechnen, insbesondere für die Einteilung eines Kundenauftrags. Ja, für die Betrachtung im Folgenden machen wir jetzt die Unterscheidung nach der Einteilung nicht, sondern gehen einfach davon aus, dass es für den Kundenauftrag nur eine Einteilung gibt und betrachten diese. Im Rahmen der Terminierung des Versandes werden verschiedene wichtige Termine berechnet, die relevant sind für die Versandaktivität. Die Termine, die berechnet werden, das sind zum Beispiel das Transportdispositionsdatum oder das Materialbereitstellungsdatum, Ladedatum und so weiter. Die Termine gucken wir uns jetzt anhand dieser Grafik mal an. Also stellen Sie sich vor, Sie möchten Waren an Kunden verschicken. Was ist da alles zu tun? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Sie eine große Spezialmaschine versenden wollen. Diese große Spezialmaschine können Sie nicht einfach in ein Paket packen und das Paket DHL in die Hand drücken, sondern Sie müssen irgendwie einen Transport organisieren. Vielleicht mit einem LKW oder sogar mit einem Schiff oder so. Also was müssen Sie tun? Sie müssen den Transport dispositionieren. Diese Transportdisposition dauert vielleicht etwas länger. Also die ist nicht innerhalb von ein paar Minuten gemacht, sondern es kann sein, dass Sie da mehrere Tage oder Wochen dafür benötigen. Also müssen Sie Transportdispositionsvorlaufzeit berücksichtigen. Sie brauchen eine gewisse Zeit, um den Transport zu organisieren. Es handelt sich dabei um eine Spezialmaschine. Diese Spezialmaschine muss irgendwie in Container verpackt werden, um zum Kunden gesendet zu werden. Das heißt, in dem Moment, wo das Material verfügbar ist, das Material ist zum Materialbereitstellungsdatum verfügbar, brauchen Sie eine gewisse Zeit, die sogenannte Richtzeit, um das Material für den Transport vorzubereiten. Ja, wenn der Transport vorbereitet ist und Transport dispositioniert ist, dann landen wir beim Ladedatum. Am Ladedatum startet das Verladen der Materialien. Ja, bei einem komplexen Container oder sowas ist das vielleicht auch etwas länger. Deshalb müssen wir eine Ladezeit berücksichtigen. Und erst wenn die Ladezeit beendet ist, dann haben wir quasi das Warenausgangsdatum erreicht. Die Waren haben jetzt das Werk verlassen. Und jetzt läuft die eigentliche Transitdauer, die Zeit, die die Waren brauchen, um vom Werk zum Kunden zu kommen.
und am Ende der Transitdauer steht das Lieferdatum. Und diese verschiedenen Daten, die wir gerade gesehen haben, angefangen vom Transportdispositionsdatum bis zum Lieferdatum, das sind die Termine, die im Rahmen der Versandterminierung berechnet werden. So, wie erfolgt jetzt die Berechnung dieser Termine? Die Berechnung erfolgt unter Zuhilfenahme von einer Rückwärtsterminierung. Und diese Rückwärtsterminierung, das ist so ein optimistisches Vorgehen, die geht davon aus, dass der Wunschliefertermin des Kunden eingehalten werden kann und berechnet rückwärts vom Wunschliefertermin des Kunden alle anderen Termine, die wir gerade gesehen haben. Wie sieht das aus? Das habe ich hier versucht, einfach mal grafisch darzustellen. Wir haben das Wunschlieferdatum des Kunden. Das Wunschlieferdatum des Kunden bezeichnen wir jetzt hier auch mit Lieferdatum mit dem Index R als Lieferdatum durch die Rückwärtsterminierung berechnet. Von diesem Lieferdatum subtrahieren wir die Transitdauer, die Zeit, die die Waren vom Werk bis zum Kunden brauchen, und kommen damit zum Warenausgangsdatum. Vom Warenausgangsdatum wird die Ladezeit subtrahiert, damit landet man beim Ladedatum. Und von dem Ladedatum wird jetzt parallel einmal die Richtzeit subtrahiert. Durch Subtraktion der Richtzeit landen wir beim Materialbereitstellungsdatum. Da muss das Material im Werk verfügbar sein. Und einmal die Transportdispositionsvorlaufzeit. Damit landen wir beim Transportdispositionsdatum. So werden die verschiedenen Termine durch die Rückwärtsterminierung berechnet. Warum können Transportdispositionsvorlaufzeit und Richtzeit sozusagen parallel bearbeitet werden? Sie können natürlich einen Transport organisieren und gleichzeitig die Waren für den Versand vorbereiten. Das Gleiche funktioniert hier natürlich nicht. Sie können nicht laden und gleichzeitig schon die Waren zum Kunden fahren. Von daher muss zuerst das Laden beendet sein, bevor der Transit starten kann. Wenn wir uns jetzt diese Rückwärtsterminierung angucken, dann gibt es in der Grafik noch zwei Termine, die wir aktuell noch nicht betrachtet haben. Das ist nämlich das Auftragserfassungsdatum und das Materialverfügbarkeitsdatum. Ich habe gerade gesagt, die Rückwärtsterminierung geht zuerst mal optimistisch davon aus, dass das Wunschlieferdatum des Kunden eingehalten werden kann. Wann kann das Wunschlieferdatum des Kunden eingehalten werden? Das kann immer dann eingehalten werden, wenn es nicht zu irgendeinem Konflikt kommt. Und Konflikte können mit dem Verfügbarkeitsdatum und dem Auftragserfassungsdatum auftreten. So, welche Art von Konflikten kann es denn hier geben? Ja, es kann verschiedene Konflikte geben. Es kann zum Beispiel sein, dass das Materialverfügbarkeitsdatum hier größer ist als das durch die Rückwärtsterminierung berechnete Materialbereitstellungsdatum. Das heißt, dass ausreichende Menge von einem Material erst nach dem Zeitpunkt verfügbar ist, zu dem mit dem Richten begonnen werden müsste. Dann kann das Wunschlieferdatum natürlich nicht gehalten werden, weil wir erst zu diesem Zeitpunkt mit dem Richten beginnen können und nicht schon hier, wie notwendig. Es könnte auch sein, dass das Auftragserfassungsdatum größer ist als das notwendige Transportdispositionsdatum. Auch das funktioniert nicht. Wenn wir den Auftrag erst erfassen, wir können erst danach mit der Transportdisposition starten und nicht schon in der Vergangenheit. Ja, und natürlich könnte auch das Materialbereitstellungsdatum in der Vergangenheit liegen vor dem Auftragserfassungsdatum. Ja, dann würde das überhaupt nicht funktionieren. Ja, also auch dieser Pfeil könnte vor dem Materialerfassungsdatum sein. Was passiert dann? Was kann man dann tun, wenn eben der Wunschliefertermin des Kunden nicht eingehalten werden kann? Dann kann man nur eine Vorwärtsterminierung machen. Wir können einfach nach vorne rechnen von den möglichen Terminen. Also was passiert bei der Vorwärtsterminierung? Ja, bei der Vorwärtsterminierung wird jetzt versucht, den Konflikt aufzulösen. Und der Konflikt kann eben dadurch aufgelöst werden, dass ein neues Ladedatum berechnet wird. Ja, wir starten jetzt von dem Auftragserfassungsdatum und rechnen eben nach vorne. Zum einen die Richtzeit und zum anderen die Transportdispositionsvorlaufzeit und landen somit bei einem
frühestmöglichen Ladedatum. Ja, jetzt ist hier gezeigt, von der Auftragserfassungszeit landen wir mit der Transportdispositionsvorlaufzeit hier. Von der Materialverfügbarkeit landen wir mit der Richtzeit hier. Ja, somit ist die Richtzeit in diesem Fall zeitkritisch und wir haben jetzt ein neues Ladedatum aus der Vorwärtsterminierung, die ist durch das kleine V gekennzeichnet. Und wenn wir diese Ladedatum aus der Vorwärtsterminierung haben, dann können wir von da wieder rückwärts rechnen, wann beginnt die Richtzeit, wann muss die Transportdispositionsvorlaufzeit beginnen und die Berechnung des Warenausgangs und des neuen Lieferdatums werden dann einfach durch Addition der Zeiten auf dieses Datum erzielt. Als Ergebnis davon haben wir natürlich eine gewisse Verspätung, also wir können den Liefertermin nicht einhalten. An dieser Stelle machen wir jetzt auch noch mal eine Übung. Wir führen mal so eine Rückwärtsterminierung zuerst manuell durch und dann danach schauen wir uns verschiedene Varianten auch einmal im System an. Ich zeige Ihnen auch mal, wie das da aussieht. Das Beispiel sieht folgendermaßen aus. Wir gehen davon aus, dass heute der 15.10. ist. Am 15.10. erfassen wir einen Terminauftrag mit genau einer Auftragsposition. Der Kunde wünscht 3 Tage später, also heute plus 3 Tage, die Ware zu erhalten. Und wir gehen davon aus, dass die Ware heute vollständig verfügbar ist und insbesondere war die auch schon heute von 10 Tage zurück, also am 5.10. auch schon vollständig verfügbar. Für die Versandterminierung betrachten wir folgende Zeiten. Die Ladezeit ist 1 Tag. Die Richtzeit ist 1 Tag, die Transitdauer ist 2 Tage und die Transportdispositionsvorlaufzeit ist 3 Tage. Wie sieht das jetzt aus? Wie berechnen sich jetzt die verschiedenen Termine? Also ich habe hier nochmal die Grafik eingefügt, die die Basis dieser Berechnung ist und daran können wir uns einfach orientieren. Wir sehen hier, das habe ich schon mal eingefügt, das Lieferdatum. Das Lieferdatum oder das Wunschlieferdatum des Kunden, das ist der 18.10. Vom Lieferdatum subtrahieren wir die Transitdauer. Die Transitdauer ist 2 Tage. Also sind wir jetzt beim 16.10. Das ist 2 Tage. Und das führt dazu, dass das Datum des Warenausgangs Datum, das ist jetzt der 16.10. So, vom Warenausgangsdatum subtrahieren wir die Ladezeit. Die Ladezeit ist 1 Tag und somit landen wir bei einem Ladedatum vom 15.10. Jetzt müssen wir von dem Ladedatum die Richtzeit und die Transportdispositionsvorlaufzeit subtrahieren. Die Richtzeit ist 1 Tag. Minus Richtzeit von 1 Tag. Und damit landen wir jetzt bei einem Materialbereitstellungsdatum. Vom 14.10.2020. Außerdem müssen wir vom Ladedatum noch die Transportdispositionsvorlaufzeit subtrahieren. Die ist 3 Tage.
Und wenn wir die subtrahiert haben, dann landen wir beim Transportdispositionsdatum. Und das Transportdispositionsdatum ist jetzt der 12.10.2020. So, damit haben wir jetzt alle wichtigen Termine berechnet. Und was wir uns jetzt überlegen können, ob der Wunschliefertermin des Kunden eingehalten werden kann. Und wir sehen, dass es nicht möglich ist. Warum ist das nicht möglich? Das Auftragserfassungsdatum ist der 15.10. Ausgehend von dem 15.10. liegen sowohl Materialbereitstellungsdatum, also das Datum, an dem das Material verfügbar sein muss, als auch Transportdispositionsdatum, also das Datum, an dem wir beginnen müssen, den Transport vorzubereiten, in der Vergangenheit. Und somit können wir das Wunschlieferdatum des Kunden nicht einhalten. Was wir jetzt tun könnten, wir könnten mit einer Vorwärtsterminierung berechnen, was ein mögliches Lieferdatum für den Kunden ist. Und die Terminierung, die berechnet wird im Rahmen von einem Kundenauftrag, die schauen wir uns jetzt auch noch einmal im System an. Dazu gehe ich in den Kundenauftrag. Und das ist genau der Kundenauftrag, wie Sie ihn auch im Rahmen des Praktikums erstellt haben. Und hier können wir jetzt die berechneten Termine sehen. Das machen wir auf der Position. Ich mache deshalb einfach einen Doppelklick auf der Position. Und wir haben ja gelernt, dass für jede Einteilung diese Terminierung durchgeführt wird. Das gucken wir uns jetzt hier einmal an. Es gibt hier genau eine Einteilung. Diese Einteilung ist die ursprüngliche Auftragsmenge und das ist die bestätigte Menge zum 2.10. Die klicke ich jetzt einmal an und wenn ich dann auf Versand klicke, finden wir hier genau die Termine, die wir auch gerade gesehen haben. Da gibt es das Lieferdatum, das Warenausgangs-, das Ladedatum, das Materialbereitstellungsdatum und das Transportdispositionsdatum. Diese Daten werden berechnet, insbesondere auf Basis der Versandstelle und der Route, die ermittelt wurde. Woher diese Daten kommen, schauen wir uns im Rahmen der Rekapitulation der Fallstudie nochmal im Detail an. Ich wollte Ihnen hier nur mal zeigen, wo Sie die berechneten Daten im Beleg finden. So, natürlich ist das so, dass die entsprechenden Daten für jede Einteilung berechnet werden. Deshalb machen wir jetzt hier auch nochmal das Experiment. Ich mache einen neuen Kundenauftrag. Das ist wieder ein Terminauftrag für den Auftraggeber Bike Components. Und wir verwenden wieder unseren RKit 1000 mit einer Auftragsfänge von 80. Wie wir das vorher gesehen haben, schlägt hier jetzt die ATP-Prüfung fail. Wir wählen den Liefervorschlag, der führt dazu, dass zwei Einteilungen erfolgen. Und wir werden jetzt sehen, wenn wir uns diese Position anschauen, dass es für jede dieser Einteilungen unterschiedliche Termine gibt. Also, ich habe den zweiten Reiter gewählt, den zweiten Eintrag gewählt. Das ist das Lieferdatum zum 8.10. Ja, und hier werden jetzt eine bestimmte Lade- oder Materialbereitstellungszeit berechnet. Genauso sieht es aus, wenn wir den 2.10. wählen. Hier werden jetzt eben die entsprechenden Zeiten auch berechnet. Also Sie sehen genau das, was ich Ihnen gesagt habe. Die Terminierung erfolgt auf der Ebene der Einteilung. So, damit haben wir jetzt noch kleinere Teilprozesse offen, die wir uns anschauen müssen, nämlich die Auslieferung bearbeiten und dabei insbesondere auch Ware kommissionieren und Warenausgang buchen. Die Transaktionen dazu haben Sie selbst durchgeführt. Zu den Transaktionen gibt es jetzt nicht so im Detail besonders viel zu sagen. Außer das, was wir sowieso schon gesehen haben, dass die teilweise Belege auch in anderen Modulen erzeugen. Deshalb werde ich jetzt an dieser Stelle darauf nicht im Detail eingehen, sondern ich mache nochmal eine detaillierte Rekapitulation der Fallstudie und da gucken wir uns insbesondere auch an, was beim Kommissionieren der Waren und beim Warenausgang buchen
erfolgt ist.